Ey, aber überlebt, oder? Ja, ja, aber wir haben das halbe Dorf zerlegt, auf jeden Fall. Bitte ganz nach links steuern. Ganz scharf nach links steuern. Rudern, Segel raus, rudern scharf nach links. Wir segeln erstmal. Wollt ihr jetzt anlegen oder nicht? Oder erstmal weg? Nee, erstmal rumsegeln und gucken, wie groß das Ding jetzt ist. Und wo wir vielleicht einen Schwarzwald zum Anlegen finden. Und zwar ohne Ebene direkt daneben. Ach, das hat Spaß gemacht hier. Das war schön. Ja. Hier. Richtig schön aufs Maul. Ja, du kommst ja auch aus Hessen, ne, Kai? Ah ja, was dann? Klar. Ja, aber ey, stell dir mal vor, Sid würde mitspielen. Wir würden aus dem Lachen nicht rauskommen, ey. Ja. Die Bede als Kombination, Alter. Südhessen, oder? Kai. Nähe Frankfurt. Ja, okay. Ich komme aus der Gegend. Also, ich habe 30 Jahre da gewohnt. Homberg-Efze, sagt ihr was? Ja, klar. Ja, da komme ich her. Das ist meine Heimat. Okay. Also, eigentlich eher Nordhessen, ne? Ja. Nee, ich also rechts wäre ein Südlingkern gewesen. A45. Ja, man hört es dann an deinem Dialekt, wenn du anfängst zu reden. Und dabei bin ich noch nicht mal ein gebürtiger Hesse, ne? Echt nicht? Nee. Du bist da freiwillig hingezogen? Ja, aber schon ewig. Das ist jetzt wie bei mir, Robin, dass die Leute sagen, also dass meine hessischen Freunde sagen, du hörst dich an wie ein Ossi. Und die Ossis sagen, du hörst dich an wie ein Hesse. So, jetzt, Also du bist quasi ein Staatenloser, ja? Ja, ich bin mittlerweile Landlos. Wanderer. Du bist ein Wanderer. Ja, genau. Aber es sieht doch wenigstens nach einem ordentlich großen Sumpfgebiet aus. Hier geht doch tief rein diesmal. Ja, lass uns da mal gucken, genau. Aber ich sehe bisher nur Ruinen hier, keine Krypten. Und wir haben schönes Tageslicht, da kann man schön tief reingucken. Hier kommt die nächste Ebene, scheiße. Ja, okay, das ist aber da ist wenigstens kein Dorf. Ja, und vor allem auch wenigstens kein Dorf. Da ist kein Dorf, hat er gesagt. Lasst uns doch mal schauen. Hör auf zu singen, sonst sing ich mit. Was trinkst du denn heute, Robin? Leider doch nur Wasser. Soll ich denn mal komplett rumfahren, oder? Rum? Meinst du, es geht hier rum, ja? Ja, probier mal. Ja, dann aber trotzdem Skull an euch. Skull, ja. Hätte gerne mit dir getrunken, Fenrir, heute, aber meine Leber ist anderer Meinung. Silvester war doch ein bisschen heftig. Weißt du, er spricht von Silvester. Ich hatte vor 3 Tagen Geburtstag. Ja, du hast aber auch seit Silvester durchgesoffen bis zum Geburtstag. Ja, ich glaube auch. Ah, nee, es geht nicht rum, Kai. Hier ist jetzt ein riesiges Ebene-Gebiet. Ah, bist du sicher, dass da nicht durchgeht? Auf der rechten Seite? Oh, stimmt. Da vorne. Oh, fahrt sich Sandbank hier vor uns? Ja, ich hab's gesehen. Kai! Ja, bleib doch mal locker. Das Kito ist rechts von uns. Schilde hoch für den Vaterfälle. Okay. Ah, da will ich aber, glaube ich, nicht durchfahren. Das ist ein bisschen zu eng. Also mit Anlauf vielleicht, aber nee. Aber noch ein bisschen weiter, da kommst du durch. Auf der rechten Seite. Angelique 1993 cheert. X1. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an den Herrn. Fenrir, ich soll dir nachträglich alles Gute wünschen von Angelique. Angelique, Dankeschön. Vielen Dank auch für den Bit. Hier ist nochmal Sandbank, mach mal eine große Kurve. Bitte ein Bit. Nein, wirklich vielen lieben Dank, Angelique. Stimmt, das war doch damals in der Bitburger Werbung, ne? Bitte ja, ein Bit. Genau. Ja, stimmt. Oh, Alter! Ach, denkt euch nicht so auf. Willst du denn? Er hat das Schiff dunkel gefärbt. Er hat doch nur das Schiff dunkel gefärbt. Das Tarnmodus jetzt am helllichten Tage. Ja, okay, gut. Super. Dann nimmst du mal 2 Bretter und 3 Nägel und dann putzt du immer feucht durch und dann ist das Ding was wie neu. Was für Nägel? Sehe ich aus, als hätte ich Nägel in der Tasche oder was? Nägel! Am Arsch! Oh, das tut aber weh, wenn du die am Arsch hast. Also Gregor, wenn ich bis heute nicht geglaubt hätte, dass du ein Ding an der Waffel hast, dann spätestens heute auf jeden Fall. Aber wir kennen es ja schon so lange und so gut, also das habe ich glaube ich schon im ersten Gespräch gemerkt, dass du genauso bescheuert bist wie ich. Also wer hier nicht bescheuert ist, ne?
Du weißt, was ich sagen will, Robin. Ja? Na, hier musst du bescheuert sein, um bei uns mitzumachen, ganz ehrlich. Apropos bescheuert, Fenrir, welchen Teil von mir halte ich fest oder setze ich hin? Hast du nicht verstanden? Wir haben hohen Wellengang. Was dann? Was denn hoher Wellengang? Naja, sag mal, es reicht so mit. Dass du das jedes Mal sagst? Was ist denn mit dir los? Ja, wir hatten mehrmals Leute, die schlagartig durch eine Welle vom Bord gespült wurden und dann also ersoffen sind. Inklusive Eisen im Inventar und sowas. Da muss ich noch an Evil Knight denken. Ups. Finn und ich gehen auf Klo, Evil ist vom Schiff runter, wir kommen wieder vom Klo, Evil ist tot, Schiff fährt weiter. Alles klar. Wird euch mal Wasser nachfüllen. Völlig leer. Also fast völlig leer. Aber erst wenn wir eine sichere Anlegestelle gefunden haben. Schnorremor. Jetzt hast du wieder Gegenwind, aber ich hab noch 5 Minuten, dauert's noch, bis der Buff wieder geht. Ja. Ich muss mal ein neues Album drauf machen. Oh, Moment. Das ist geil, Samuel. Wir sind wie ein 5-Sterne-Schnitzel, selten so bekloppt. So ist es. Au! Was war das jetzt? Ja, wieder so ein okay, krasses Wellental, ne? Da rechts ist übrigens eine Goblin-Ruine sogar. Also eine Ebenen-Ruine. Ja. Sind die gut oder schlecht? Oder sollte man sich lieber fernhalten davon? Fragst du mich das oder was? Ja. Emil, wenn du noch da bist, was macht eigentlich jetzt dein Prüfungszeugs und so? Da hatten wir ja damals noch mal drüber gesprochen. Ich glaube, da war Robin auch dabei. Dass du da gut abschneiden wirst. Was ist denn rausgekommen, wenn ich fragen darf? Das würde mich echt interessieren. Wir hatten dir damals sogar noch hier im Stream Glück gewünscht, glaube ich. Und was kribbelt da meiner linken Gehirnhälfte? Ich glaube, das nennt sich Erinnerung. Ja, Emil hatte doch irgendwelche Prüfungen, ne? Oh, das sieht gut aus, Kai. Hier vorne kommt wieder Sumpf. Todes Tito, rechts. Ich hab's gesehen. Ja. Halt du dich lieber fest. Sagt er und er ließ los. Und boxte dich. Mit lächerlichen 1,8 Schaden. Ja. Na, ich hab das Schiff gehauen. Das ist das. Das andere, noch nicht mehr dran. Der sitzt da still in der Ecke und du schlägst daneben. Der hast du schon wieder erlötet, Mann. Viel, hier. Man könnte auch sagen, sein Aim ist göttlich. Mein Aim ist sowieso der Knaller. Ja, ist Gottlein. Du musst mich mal shootern sehen, Alter. Ich geh da durch wie Moses durch das Rote Meer, Alter. Ja, weil es nicht lang dauert, ne? Genau. Ja, kenn ich. Vorschlag. Oder wie Beutel sagen würde, er schießt nicht durch den Stein! Vorschlag, jetzt wo hier das Sumpfgebiet anfängt, da legen wir an, bauen das Portal, porten uns nach Hause, kurze Pipi-Pause, bis dahin ist es hoffentlich hell und dann gehen wir in den Sumpf rein. Ja, dann kann ich mir nochmal 10 Bier mitbringen. Im Raum. Und leere Flaschen, damit du nicht auf Klo musst. Ja. Genau, und leere Flaschen abgeben. Irgendwie ja. Schon mal gleich im Pfandautomat, der hier bei mir daheim steht. Jawohl. Ach. Ja, aber euer Satisfactory-Projekt läuft auch gut, ne? Hab ich gesehen. Ja. Ja, vor allem auch so ein bisschen, weil wir uns das Privileg rausgenommen haben, immer nur 3 Folgen pro Woche zu zeigen, damit wir einfach auch die Möglichkeit haben, wie wir es jetzt schon ein paar Mal hatten, Termine zu verschwitzen und dann einfach keinen Puffer mehr zu haben. Wir haben übrigens direkt hier... Na wo denn? Ach da! Na da! Oh, jetzt seht ihr auch mal! Ich wollte gerade sagen, hier ist ein Teervorkommen, aber nee, es lebt und greift mich an. Hat jemand Feuerpfeile dabei? Nein! Nein! So viel zum Thema, wir bauen uns mal hier schnell was. Du hast gesagt, leg da rechts an. Kann man die nicht einfach zerkloppen? Geht das nicht? Das überlebst du nicht, du musst die kiten. Au, ja, ich bin gleich tot. Für mich. Lol. Ja, ich bin tot. Was? Lol, was? Alter Leute, wollt ihr mich verarschen?
Geh mal aufs Schiff, Henrier! Geh mal aufs Schiff! Aua! Ihr seid auch so. Ihr seid auch ein Goblin! Aua! Das ist geil. Wollt ihr mich eigentlich trollen oder was? Oh, halt die Fresse und Ruder! Ja, Rückwärtsgang! Lauf, Junge! Lauf! Lauf! Wollen wir einfach auf hoher See übernachten? Also ich bin zurück in meinem Bett. Leute, Emil sagt gerade, weil ich ja gerade gefragt habe, wegen Prüfung, ne? Ja. Emil hat geschrieben, ach so, ja, ich sag mal so, ich hätte ruhig nach 10 Minuten abgeben können und einfach schlafen können. Hab gar keine Probleme. Ah, wunderbar. Das ist top. Weiter so, Großer. Ja, was machen wir jetzt? Kannst langsam auf die Bremse treten? Ja, mach ich doch grad. Könnt ihr meine Sachen wieder mitbringen? Nee. Wir suchen uns gleich eine Stelle, wo wir wirklich ein Portal bauen, mit Feuerpfeile zurückgehen und da erstmal richtig klar aufräumen und du dein Zeugs wiederholen kannst. Das ist nett. Dann mache ich schon mal eine Pipi-Pause. Okay. Problem ist nur, jetzt müssen wir warten, bis er wieder da ist, bevor wir beide gehen können. Genau. Ach so. Ich muss schon wieder schnullern wie ein Ochse, Alter. Du fährst übrigens wieder vorwärts, Fendry, und zwar immer näher an die Feinde ran. Das wäre nett, wenn du rückwärts fährst, oder? Ja, ich will doch einfach nur drehen und ein Stück weiter im Hinterland anlanden. Weißt du? Okay. Damit wir da irgendwie unser Portal mal hinballern können. Okay. Es muss halt dann schnell gehen, ne? Kai muss sein Zeug holen und dann ganz schnell wieder aufs Boot. Ja, oder halt wirklich, wenn wir Portal gebaut haben, mit Feuerpfeile ran und gib'n oder Emil, so. Dann kriegen wir mich auch das Teervorkommen. Und fahr bitte nicht so nah ran, da sind Deskitos. Oh! Und Goblins. Nicht nur Deskitos. 4, 5 Goblins. Ja, dann fahr rechts, scharf ja, rechts. Ja, das Ding lenkt nicht so schnell. Hast du reingebogen? Ich will jetzt auch immer im Stream mitgucken. Hast du reingebogen, wirklich? Ja! Sicher? Weil du zerkennst gerade die Goblins statt abzubiegen. Leck mich doch am Arsch! Fahr doch! Hose runter! Fahr doch! Nein! 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 Das hast du jetzt nicht wirklich geschafft, Alter! Das hast du jetzt nicht wirklich geschafft, das Boot zu zerstören! Das Ding wurde noch nicht mal repariert! Alter, ich hab's vorhin noch repariert, wo wir das erste Mal angelegt hatten! Snake! Wieso ich? Nein, nicht du, der Pudding! Was, der Pudding? Was für ein Pudding? Hau ab da! Ist meiner! Meiner! Der gehört mir! Echter Drecksack! Was dein Arsch! Nimm den hier! Ich hab einen Screenshot von dem gemacht, den holen wir uns nachher, den Typ. Uralte Rinde, bla 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 blub. Ey, hier liegt, was ist denn hier? Öffnen! Alter. Ey, Fendry, du weißt schon, dass hier immer noch einer attackiert, ne? Du guckst ja, dann mach ich doch Platz, das ist einer! Du bist ein Wikinger, Mann! Ich hab keine Ausdauer mehr, Mann! Warte mal, ich hab gar keine Waffen ausgerüstet. Was ist denn hier los? So! Alter, 7 HP! Ich will sterben! What the fuck, Alter! Das Schlimme ist, wenn man so ein Lachflash hat und pissen muss, dann wird's noch schlimmer! Robin, ich hab hier ein paar Sachen noch aufgesammelt. Ja, da schwimmt noch eine Kiste. Sammel die mal auch noch auf. Hast du noch einen Heiltrank mit? Ich bin, hier, stopp, gut, alles gut, alles gut, alles gut, du hast mir welche gegeben. Du, da ist noch eine Kiste, sammel die auf, bevor sie wegtreibt, da sind noch unsere Sachen drin. Ich kann nichts mehr, warte mal. Vielleicht. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr wirklich wissen wollt, woran die Wikinger wirklich alle ausgestorben sind oder warum, jetzt wisst ihr es. Das seht ihr bei Fenrir. Alter. Kai, passt du mal auf uns auf, wir gehen mal auf Klo. Na, Alter, mach einfach mal ein Feuer hier jetzt. Bitte. Wieso? Na, aber ich muss doch auch, Lulu. Hä, wo ist denn jetzt das Holz hin, verdammte Scheiße? Feuer macht Gegner weg, verstehst du? Seit wann das? Schon immer. In Valheim. Hat doch nie funktioniert. Die Gräulinge sind immer angekommen und haben mir in der von den Trophäen weg am Feuer gesessen habe. Wo, hast du 10 Holz in der Tasche stecken, gerade zufällig? 18, warte. Okay, dann hast du das aufgesammelt, gut. Sehr schön. Na bitte. Oh, Alter, Schwede.
Freunde. Jetzt sitze ich hier in meiner Unterhose am Feuer. Ja, gehst du jetzt mal auf Klo, damit wir danach gehen können? Ja, ich dachte, ihr wolltet jetzt... Ah, ja, ich gehe jetzt, so. Wir müssen alle mal pullern. Fenrir, bitte mal das Hirschfell rüberreichen und alle und das Edelholz und so. Ich schmeiße dafür das Chitin hin, dann kann ich das auch alles tragen. Wunderbar. Es fehlt noch die uralte Rinde. Hast du noch die uralte Rinde da? Warte. Ja, warte, hier. Warte mal, hier. 40. Zuckerschnute, alles in Ordnung. Solche Momente bitte ich sogar darum, dass ihr die klippt, ja? Weil das war wieder seltenst dämlich einfach. Das Brot war aber auch nicht. Ja, du bist voll wahrscheinlich. Nee, also ich hab noch den Hammer ausgerüstet, Sinn, aber wahrscheinlich war das Boot auch nicht mehr so fit. Ich hab's, wo wir vorhin angelegt hatten, hatte ich schon einmal repariert und da war schon zur Hälfte runter. Ja, aber wir sind Goblins, ja schon über Sandbänke geballert. Nee, die Goblins, die du hier eingequetscht hast, die haben in einer Tour draufgeschlagen. Deswegen. Weil die konnten laufen und schlagen, während wir geschwommen sind. Achso, okay, das gibt Rache von Fenris Rudel. So, kannst du das Chitin gleich wieder ausladen da? Mach's am besten wirklich hier in den Storage rein, weil dann ist es in diesen Kisten drin, das ist super. Was, Alter? Das Chitin, hier rein. Ach, da ist ein Hocker. Da. Wo ist ein... da. Wie gut, Alter. So, warte mal hier, plump. Nee, alles, bitte, danke. Ja, mach darin jetzt. Und das auch. Und dies. Ja. Ach du Scheiße. Das war ein bisschen doof, Robin. Gregor hat es wieder perfekt geschrieben. Bei uns geht einfach mehr schief, als schief gehen kann. Ja, Janet, habe ich ja gesehen, dass du geklippt hast. Ja. Also bitte nicht wundern für die Leute, die auch neu hier da sind, dass ich nicht auf alles eingehe, was ihr im Chat schreibt. Ihr seht ja, ich bin maximal abgelenkt. Ich gucke aber zwischendurch wenigstens mal grob drüber, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist und wie die Stimmung im Allgemeinen ist, ne? Oh Jungs, bin wieder da. Ich geh zuerst! Oh. Nee, er kann ja nicht auf uns aufpassen, Alter. Was ist mit dir? Mann, Spaß, wir müssen ein fucking Portal bauen. Na los, geh. Nein, geh doch! Nee, ich mache jetzt erstmal hier noch meinen Stellvertreter hin. Wen machst du hin, dein Stellvertreter? Na, mein Stuhl-TV. Hast du Syndrom oder was? Achso. Ja, dann mach mal. Geh du mal jetzt hier und ich passe auf uns auf. Das geht auch in die Hose, aber ist ja egal. Ich hab Schwert in der Hand, mehr kann nicht passieren. Wir werden gerade abgetrieben irgendwie. Und du so, Kai! Ja, wie gesagt, ich sitze hier in meiner Badehose am Feuer. Oh Mann. Ah, das war aber wirklich ganz schön lost. Ey, aber sowas von. Vor allen Dingen mitten rein, ja? Na, ich kam nicht mehr rum. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe Gas gegeben, alles. Nichts. Der geht halt nicht vorwärts. Gory 1991. Und jetzt fährt das Arschloch-Ding schon wieder rückwärts. Endlich Quality Content. Kann doch nicht wahr sein. Hallo Stuhl, wie geht's? Bei dir, Gregor. Bist wieder da, oder was? Ja. Naja, ja! So aus der Ferne, weißt du? Ja! Ja, weil ich gerade noch gestanden habe. Weil Gregor hat mich gerade noch mal... so eine Flasche Wasser holen. Ja, Gregor hat nämlich nochmal 100 Bits reingeballert. Endlich Quality-Content hier. Hallo Stuhl, wie geht's? Vielen Dank für die 100 Bits. So, ich hau mich jetzt auch mal raus. Bei mir gibt's keinen Stuhl, sondern ein... Gehst du pinkeln, meinst du, ja? Ja, genau. Bis gleich. Bis gleich. Alter. Ich nehme auch gleich mal wieder die Bergbank mit, wa? Zu kurz gesprungen. Scheiße. Doch nass geworden. Mist. Ah, so, jetzt ist die Frage. Wo könnten wir jetzt versuchen, in der Nähe einen sicheren Anlegehafen zu finden? Wahrscheinlich nirgendwo. Eher nicht, ne.
Ja, außer wir versuchen noch weiter nach Osten zu fahren in der Hoffnung, dass da direkt gegenüber eine Schwarzwaldküste ist oder eine Grünlandküste. Liebe Leute, macht mir bei dem Rauchen nicht nach, dann macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Euch Männerin ist jetzt sowieso verboten und ich heiße es eh nicht gut. Aber schön, was für eine Stimmung ist heute im Chat. Freut mich. Jawohl, nee, bei uns ist alles in Ordnung. Ah, okay, ja, gut. Bei uns auch. Naja, jein. Wo seid ihr eigentlich unterwegs? Ich suche euch schon die ganze Zeit. Ach, mal hier, mal da. Wir haben uns getrennt. Siehst du uns nicht auf der Karte? Ja, eben. Deswegen ja, habe ich mir gedacht, wo seid ihr denn unterwegs? Da, wo ich gerade pinge? Ja, ja. Wir haben einmal rumgesegelt, um zu gucken, ist das wirklich ein großes Sumpfgebiet, weil es ist Sumpf direkt benachbart von Ebene. Und da zu parken war dann beim ersten Versuch, okay, lass uns höchstens die drei Goblins da pullen. Schwupps, die Wupps, standen wir auf einmal mitten im Dorf. Ich weiß gar nicht, wessen Idee das war. Dann sind wir weitergefahren und haben uns eine andere Anlegestelle gesucht und sind dann dort von so einem Tervieh getötet worden. Also Fenrir fast getötet, der hatte noch 4 Lebenspunkte und Kai wartet gerade darauf, dass wir gleich weiterfahren können, wenn Fenrir von Toilette gekommen ist, damit wir ein Portal setzen können, damit Kai sich zu uns porten kann. Okay. Also habt ihr mehr Action wie wir. Also wir haben auch schon genug Action. Mhm. Aber es wäre dann mal schön, wenn wir dann auch mal irgendwann wieder mal zusammen nochmal zocken würden. Ja. Wir versuchen immer noch eine Krypta zu finden. Das ist halt blöd. Warum seid ihr denn nicht dahin gefahren, wo wir gesagt hatten? Na, ist doch da gegenüber gewesen. Ah. Da ist der Zipfel, wo du hinfahren wolltest. Und ihr seid da. So. Hier oben. Ihr wollt doch nur hier oben hin. Hör auf zu meckern, Michi, Alter. Also, ja. Ich kann nichts dafür, ich bin nur der Fahrer. Ne, der Navigator hat versagt. Aber voll. Ja, übrigens, Fenrir, wenn du so eine enge Kurve machen möchtest mit dem Langschiff, habe ich festgestellt, komplett alle Segel raus und nur noch rudern. Dann kriegst du die Kurve wieder weg. Alles klar, ja. Michi. Wir geben uns Mühe, uns zu beeilen, ja? Jo, alles klar. Gut. Was das brauchen wir denn jetzt? Eisen immer noch? Ja, erst eine Anlegestelle für ein Portal. Alter, wir haben noch nicht mal das Portal gestellt. Wir sind quasi an dem Punkt, von dem wir vor 2 Stunden angefangen haben. Ja, stimmt, wir haben, Alter, vor 2 Stunden. What the fuck? Ja. So, hast du jetzt mal das Portal gestellt, Robin, oder was für... Sollte wirklich herstellen, meinst du? Ja, stellt's hier hin, dass er hier rankommen kann. Und also dann rennen wir da drüben hin. Du siehst dann die Deskitos, ne? Ja, ja, pass auf. Ich bin hier und pass auf. Sag mal, warte mal, hatte Kai nicht das Material für das Portal in der Tasche? Ich glaube, die Rotlingkerne, ja. Ihr wollt mich doch verarschen gerade alle, ganz ehrlich. Robin, du bleibst hier. Ja, wenn du stirbst, dann hol ich euch Bäder, oder was? Und nicht ins Wasser schmeißen, Mann! Das war Eisen! Das ist kein Eisen, Mann! Das ist irgendwie so ein blöder Kackkopf! Achso, okay. So, ich geh mal los. Okay, willst du noch? Okay. Kurze Info, wir haben übrigens Zwiebelsamen gefunden im Gebirge in Kisten. Nice. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ja. Nee, das ist richtig. Das ist richtig so, die gibt's da, die findest du da drin. Okay, wow. Gut. Okay, die cool. Würde ich dann gleich mal anpflanzen, wenn wir dann zurück sind. Oh, sehr gerne, ja. Ich muss hier bloß ständig Grabsteine aufsammeln. Och, Alter, ich kann tatsächlich nicht alles aufsammeln. Ich kann das. Oh! Dann nimm erstmal so Material mit. Also, bis gleich. Die Sortlinge, ne? Ich wieder schafft. Ja, die Sortlinge, die Augen und das Edelholz. Ah, die Edelholz habe ich noch hier, glaube ich. So, ja. Augen. Hat er auch nicht drin. Edelholz hat er auch nicht drin. Das waren nur die Sortlinge. Ah, hier sind die Augen und das Edelholz, okay. Die waren wieder zurück. Ich komm wieder zurück. Wunderbar. Ich
Chaos-Truppe, wie du es im Stream angekündigt hast, ne? Ja, die Chaos-Truppe ist wieder am Werk. Das ist der Knaller. So, Robin, komm mal her zu mir. Ja, ich guck nur gerade wegen dem Skito da hinten, aber der ist weggeflogen. Jupp. Hast du? Hab ich. Sekündchen. Mal schnell die Zigarette ausdrücken. So, Chat, wer hat auf jeden Fall, wie hat das Ding genannt? Sumpf, ne? Jo! Oh, übrigens, Robin, soll ich dir einen lieben Gruß von deiner Lieblingsschwester bestellen? Ja, danke. Ich dachte, wollen schon, die sagt bei mir im Chat, weil jemand geschrieben hat, die ganze Familie guckt zu. Ich dachte schon, jetzt seid alle da schon im Wohnzimmer am Zugucken. Das war doch someone mit seiner Frau. So, Kai, du kannst jetzt mal in der Base zur Schmiede laufen, in das Portal, was. Das, was ich da vorhin gesetzt habe, in Richtung Fischerhütte. Das Portal, was sich Sumpf nennt. Portal. Da kommt so das Kito. Ja, wahrscheinlich direkt vor mir dann. Pam! Nee. Ist down. 26,7 Damage macht der. Was? Du hast gar nicht geblockt, was? Na doch, ich bin mit dem erhobenen Schild hingerannt, aber wir haben beide gleichzeitig zugehauen. Was, wo? Achso. Ich bin hier gerade. Warte kurz. Warte, ich komm mit dir. Okay, ich lese nochmal laut vor. Ein perfekter, lustiger, toller Stream, danke. Bitte schön, gern geschehen, Angelique. Macht die Bass rein, wenn ihr habt. Danke. Ja, von der Rind weiter. So. Oh, danke, ich krieg beide Buffs. So, Kai, du schnappst dir jetzt dein Zeugs und dann rennen wir sofort zurück, weil da kommt schon der nächste Terfuzzi hinter dir, Fenrir. Oh! Boah. Der hat ordentlich spuckt. Hau ab, Robin, weg! Ich hab einen Down. Ich hab Teer. Okay. Und jetzt wir weg. Jetzt die Teersachen bauen. Weg. Ja, zurück, einfach. Lauf weiter, Kai. Erstmal zum Schiff und dann ausrüsten. Weil wenn es brenzlig wird, kannst du schnell ins Portal hüpfen. Dunkelholzstuhl, nice. So. Jetzt würde ich vorschlagen, holen wir uns Feuerpfeile. Ja. Ich hoffe, es ist noch nicht da. Auf. Sicher, dass du leben bleiben willst? Naja, wenn es brenzlig wird, teleportierst du dich. Ja. Ich hoffe, wir haben noch ordentlich Feuerpfeile. Ja, schöne Scheiße. Drehen wir das raten, welche Pfeile. Wir haben Eispfeile, Giftpfeile, Obsidianpfeile in Massen, aber keine Feuerpfeile. Und Essen haben wir wahrscheinlich auch nichts mehr, weil ich bin echt am Arsch gerade, was Essen angeht. Ja, das ist, dass die Leute, die auf dem. Das müssen wir nochmal klar regeln. Robin. Die Leute, die auf dem Server also sind und da auch spielen, die müssen auch Essen produzieren, ne? Wenn die das alles wegkloppen, dann ist für den Arsch. Ja. Ich hab ja weil heute. Wir, jetzt hier, wir haben schon kein fucking Essen mehr. Ja. Ist einfach so. Na, wie ihr seht, das habe ich heute auch schon eine kleine Ansage gemacht. Nee, habe ich noch nicht reingeguckt, mache ich nachher. Ja, habe ich bei Info einloggen, habe ich dann einen kleinen Text reingeschrieben. Weil hier stand ja schon eine Mühle und Zwiebelsamen sind schon irgendwo her aufgetaucht. Ja genau, da habe ich auch am Mittwoch schon mal gesagt und Michi auch, dass ohne die Streamer No-Go. Also irgendwelche komischen anderen Samen und so Pflanzen ist nicht. Ich meine, in ihrer eigenen Siedlung können sie es gerne machen, wenn sie sich ein bisschen entfernen von uns was eigenes bauen und so, können sie es gerne machen. Aber dann ist halt Pflicht im Stream halt nicht schon mit OP-Food hier rumrennen. Ja, auch wir, Gaffer ist ja oben, ne? Dem muss ich nachher auch nochmal eine Ansage machen. Weil der hat ja dem Benjamin seine OP-Waffen geschenkt. Und damit rennt er jetzt rum und killt halt alles. Nee, das geht auch nicht. So, und wir rennen hier mit unseren Silberschwertern rum, weißt du, oder mit unserem Eisenschwert. Ja. So, und er hat da schon Streitkolben und so ein Scheiß und das geht halt nicht. Also so ein Mega-Streitkolben halt. Mhm. Ich sag's mal so, zum Farmen, wenn sie sich das schon selbst im Soloplay erarbeitet haben und die gehen hier offscreen wirklich nur farmen und zwar sowas wie Eisen, also Sachen, die wir im Stream schon gemacht haben, können sie sich gerne die OP-Rüstungen und sowas anlegen, habe ich nichts dagegen. So, hier hast du 100. Oh, danke dir, Großer. Warte, und hier noch 10. 110 für jeden jetzt erstmal. Okay. Ich muss jetzt bloß noch das Material wieder zurücklegen. Ich repariere mal ganz kurz durch.
Jo, Mike, und gleich nochmal in der Schmiede. An der Werkbank habe ich schon repariert. Ist ja wieder unterschiedliche Sachen. So, boah, deine Schmiedegeräusche kam bis zu mir rüber, ey. So, hier. Jawohl. Welche Trophäen? Repariert. Kai, bei dir alles okay noch? Ja. Ist das normal, dass, jetzt sowas kommt, ist das normal, dass die Speere im Kopf stecken bleiben, wenn man angeworfen wird? So, du stehst vom Falschen. Bruder. Ist das falsch, ne? Ja, hier ist so. Rüste die Feuerpfeile auch gleich schon mal aus am besten. Ja. Nicht, dass du dann schießt und feststellst, oh, ich hab noch die Eispfeile drin. Nee, ich hab Obsidian drin. Feuerpfeil und ab geht er. Top. Haben wir drin. Baust du das Portal wieder ab? Wollen wir es nicht erstmal stehen lassen? Die Mats bekommen wir ja wieder, wenn es kaputt ist. Ja, da hinten ist ja Sumpf. Komm, lass uns hingehen. Ja, wir können. Kai? Jo. Wir versuchen erstmal diese Teergrube zu clearen, würde ich sagen. Aber es könnte sein, dass ich die vorhin schon jetzt so kalt gemacht habe, der eine Fuzzi, der da war. Na, da kommen aber mehr. Das ist sowas wie ein Spawner, ne? Also, Kai, du musst wissen, Robin und ich haben uns nicht gespoilert. Bei all der Zeit jetzt. Okay. Bist du sicher, dass noch mehr kommt? Oh, apropos, da kommt das Kito. Das Kito. Oh, sorry. Ach, danke. Du hast eine Mücke am Helm gehabt. Ich wollte die Mücke zerschlagen. Du, sorry. Ja, zuschlagen müsstest du auch noch. Kai, geh du mal in den Hintergrund, du hast am wenigsten HP. Ah! Du Drecksvieh. Jetzt komm her, du Scheißvieh. Geht doch. Ja, ich hab aber auch noch eine abbekommen, aber so eine richtige Schelle, weißt du? Ja, sorry. Hat hier irgendjemand eine Spitzhacke bei? Ja. Lass mal Teer hier ablaufen. Mhm. Steckt im Teer fest, ja. Das habe ich schon gesehen, da wurde ich schon zwangsläufig gespoilert, wo ich bei Viking dazu geguckt habe. Das habe ich noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Okay. Ah, okay, das kannst du hier einfach wegbauen. Ja, Fendi, spar dir mal die Arbeit. Guck mal, was wir jetzt hier machen. Oh, ich stecke im Teer fest. Guck mal, was hier passiert. Fenrir. Ja, ich seh's, ich guck euch zu. Das läuft ich ab. Ich bin gerade eingeteert. Ach so. Ja. Problem ist nur, du musst halt immer wieder noch mal ein Stückchen tiefer graben, damit das komplett leer läuft. Und wenn es leer gelaufen ist, kannst du die Sachen aufsammeln. Ah, geil. Ja, wie gesagt, ich habe mich noch nicht weiter gespoilert. Ich habe ja wie du mein Solo-Projekt abgebrochen. Mhm. Weil es ist halt echt viel Arbeit, Leute. Ich sammle nur mal eben die eine Nadel da hinten ein, die sind ja auch Gold wert. Ja, wir sind auch wieder lustig, wir versuchen Eisen zu finden und nur einer nimmt eine Spitzhacke mit. Ja, so ist es halt, ne? Nein, ich habe auch die Spitzhacke dabei. Na, dann fang du mal an weiter zu kramen hier, weil ich hab keine bei. Wo denn? Na, überall da, wo die Flüssigkeiten sind, dass die Flüssigkeiten ablaufen. Hier drüben zum Beispiel, hier kannst du einfach mal aufmachen, aufbrechen und dann läuft es hier komplett ab. Und Cookie, mach du das mal besser. Obwohl, machst du ja mit Feuerzeug, Elektrotaser, Messer hast du auch noch gehabt. Robert, hast du noch Cookie, mit mir getötet? Grüß dich. Was ist eigentlich mit dir? Wegen Gruppe und so. Hab ich ihm schon geschrieben, es wäre mal wieder schön, wenn er mal wieder anwesend wäre, er hat sein Passwort vergessen. Naja, ich sag's nur, ne, weil... Ja. Sonst wird aussortiert. Ja. Guck mal, und jetzt brauchen wir es nicht mal mehr hacken, wir können es einfach direkt mit E aufsammeln. Ist ja voll gut, Alter. Ja. Spart cool. Man sich richtig Arbeit. Ja. Je nachdem, wie das Vorkommen ist, spart man sich dann ja, aber Arbeit. Gut, dass man es weiß, ne, weil ich habe mich Tatsache nicht mehr weiter gespoilert. Ja. Auch bei Oso Grimm nicht. Ich habe dann gesagt, ich gehe jetzt in den Lurk. Weißt du? Ja gut, wenn ich lurke während der Arbeit zum Beispiel, ich höre ja trotzdem, was die da machen. Und wenn sie es dann beschreiben, dann ja, ist ich schon vorbei. Nicht. Ich bin dann weg. Also ich mache dann meine Sachen. Und baue hier irgendwas und verputze Dinge und solche Sachen. Gori, du singst den Text falsch. Das ist nicht in your head, sondern Zahnweh, Zahnweh. Oh.
Fendry, hier drüben ist noch was zum Ablaufen lassen, glaube ich. Aber, ah ne, das macht der Kai gerade schon. Na, ich hab wieder aber die ganze Zeit anheim. Aber ganz drauf. Ehrlich, wie geil wäre das, wenn dieses fluide System vom Teer hier, wenn sie das auch auf das normale Wasser machen würden? Ich würde sowas von dermaßen eine Wasserrutsche bauen. Oh, da lag Eisen drin. Hier ist ein Goblin-Sturm. Nice. Also Schwarzmetall, nicht Eisen. Alter, Leute, wir wollten Eisen sammeln, weil ansonsten werden, glaube ich, unsere anderen Leute gleich ein bisschen sauer, wenn wir mit denen nicht mehr zocken heute. Ja. Aber wir haben jetzt 30 Teer. Wir können 3 Dachelemente bauen oder so. So, wollen wir das Schiff ein bisschen heranholen jetzt? Jetzt ist er hier wirklich geklärt, oder? Jetzt bauen doch hier so eine Viecher nicht mehr, oder Kai? Nee. Das ist eigentlich alles okay. Jetzt soll ich es holen, oder? Hier liegt noch was drin. Ich kann das nicht aufsammeln. Fedri, wo rennst du hin? Vor allem alleine. In den Sumpf. Wollen wir nicht erstmal das Schiff holen und hier das Portal dann umsetzen? Oh. Das ist der Hammer, Alter. Ganz ehrlich, Robin, es ist der Hammer. Wenn das nicht ein Projekt mit dir wäre und mit der Community, hätte ich gesagt, ich brech das ab, ganz ehrlich. Ja, wegen so wenig. Drei Zuschauer, Alter. 3. Nee, aber da, weißt du, das habe ich mit dir begonnen und das beende ich mit dir. Mhm. Da bin ich so ein Ehrenbruder. Vor allem, wir haben ja auch Spaß. Ne? Ja, naja, es ist halt trotzdem, für mich ist es doof. Ja. Kai, brauchst du noch lange da in der Kiste oder bist du gar nicht mehr in der Kiste? Nee, alles gut. Okay. Oh Mann, Leilania, vielen lieben Dank. Ich weiß, du hast das gerade gehört und bist hier rüber gewechselt. Ich danke dir. Und ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Aber das müsst ihr tatsächlich nicht machen. Also nicht bei Robin rausgehen und bei mir reinkommen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ach, die wissen ja, ich hab nichts dagegen. Die wissen ja, dass du sowieso mal heimlich meine Follower klaust. Von daher so. Hi! Erste Nachricht von dir, Möb. Wie mal wieder gut, niemand das Schiff steuert. Schön. Egor, danke schön für die 100 Bits. Bärtige Paula. Tomate, ja, das war im Sommer. Paula ist gleich soweit, dass du Benny gleich wieder hören kannst. Wir sind gleich soweit. Nee, ich glaube, da sind Robin und ich so uns einig. So jeder von unseren Zuschauern, der kann rüber wechseln, wohin er will. Also zwischen uns beiden natürlich immer. Dafür ist es ja ein Community-Projekt. Ich habe eigentlich noch gehofft, dass Beute sich noch anstecken lässt und hier auch noch weiter mitmacht. Aber er war nur einmal da und danach nie wieder. Ich kann euch beide sehen. Einen auf dem PC und den anderen auf dem Tablet. Voll gut, Leilania. Und ich kann deinen Namen immer noch voll aussprechen. Voll gut. Da vorne ist ein Trauger. Ja, gut, komm, pass mal auf. Der ist jetzt gleich aber sowas von... Es sind 2 Trauger. Und ein Schleimling ist weiter hinten. Alter! Jetzt nimm doch mal deine Waffen in die Hand. Fenrir! Ich bin unterm Schiff. Was ist denn jetzt los? Schlundegel im Wasser. Vorsicht, Leute. Nee, ich werde hier gerade komplett weggefreddert. What the fuck? Was war denn das hinter jetzt? Dir. Warte mal. Gifttrank rein. Gifttrank rein, Leute. Ja, komm ran, Mann. Komm ran. So, dann bauen wir jetzt hier nochmal Werkbank und Portal auf und dann können die anderen gleich wieder mitmachen, richtig hier. Aber wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, wäre das jetzt nicht so ein Ehrenprojekt zwischen mir und Robin, hätte ich gesagt, weißt du was, Robin? Und wir würden uns nicht so gut verstehen, weil Robin und ich, wir verstehen uns richtig gut. Mhm. Ehrlich gesagt, weißt du was? Nee, da sind wir, also da bin ich raus. Jetzt freitags. Was? Oh! Alter Kai!
kennen wir doch nicht ins Schwert. Also ich muss auch gestehen, wo ich mein Solo-Projekt dann abgebrochen hatte, da hatte ich echt hart und scharf überlegt, wegen Community-Projekt, ob wir es abbrechen wollen oder nicht. Also ob wir es generell mal ansprechen, ob wir es dann jetzt abbrechen wollen oder nicht. Und da ist mir aber eingefallen, nee, warum? Das ist das Einzige, was dir so richtig dolle Spaß macht, was Valheim angeht, mit den anderen zusammen das Ding. Weil da kann man sich den Grind halt auch teilen. Man, klar, man muss mehr grinden, aber man kann dann wenigstens zu zweit auch grinden und dabei auch quatschen und alles. Ja, macht doch auch Spaß. Ja. Nee, also da habe ich auch gesagt. Gabo, hinter mir. Wer, was, wo? Hier. Korn, 81 gehört nur zum Rudel. Vielen Dank für dein Follow. Au, hat er mir echt noch in den Klaschersack? Könnte auch ich gewesen sein. Ist mir gerade so ins Schwert gesprungen. Robin, pass auf, hast du noch Half-Life? Bist du in eine Muschel getreten, oder? Nee, ich hab Gift abgekriegt von den Schlundegeln. Ich hab vergessen, Antigift zu nehmen vorher. Cool, Freund, ne? So. Ich hab mich gerade hier ein bisschen Holz gefällt, damit wir hier wenigstens eine vier Wände und ein Dach draufsetzen können auf das Ding. Du bist der 111. Follow. Schnapszahl. Ja. Ich wollte gerade sagen, holst du mal Schnaps raus, du. Ja, Alter, wenn ich jetzt mit Schnaps anfange, dann wird's ganz komisch. Fährst du heute nicht mehr. Na, ich fahre erstens nicht mehr und zweitens habe ich heute Nachtschicht. Pudding, hier. Ich verstehe jedes Mal Pudding, wenn du das sagst. Sag doch einfach Goblin. Pudding. Irgendwo lacht's hier noch, Freunde. Ja, meistens sind wir das, aber okay. Nein, ich meine jetzt hier in-game. In-game, so. Robin. Ja, wir sind doch aber auch in-game. Da hinten ist noch ein Drogger. Du sitzt, Alter. Der Typ, weißt du, manchmal, ich lieb den Kerl, weißt du, aber irgendwann hau ich in einer rein. Nein, ich glaube, wir werden einfach nur feiern, bis der Arzt kommt. Oder, Robin, wenn wir uns mal treffen? Ja. Und vermutlich dann beim Anstoßen uns versehentlich dabei noch schlagen. Ach, ich glaube eher nicht. Na doch, weil wir zu betrunken sind dann irgendwann. Das ist mir damals mit einem langjährigen Freund passiert. Wir waren zusammen auf einem Konzert und irgendwie, ich weiß nicht warum, das war so ein echt blöder Tag. Jedes Mal, wenn wir zusammen anstoßen wollten, so mitten im Pogo auch noch wollten wir anstoßen. Ganz dumm. Achtung. Geist, habe ich ihm jedes Mal meine Flasche versehentlich gegen die Lippen gehauen oder gegen den Zahn. Das ist dann irgendwann auch ein Stück Zahn abgebrochen. Da hat gesagt, jetzt machen wir keinen Anstoßen mehr hier. Ja, das ist ungeil. Weil irgendwann, es ist egal, wie gut man sich versteht. Und irgendwann, wenn man viel getrunken hat, denkt man, das ist Absicht. Weißt du? Ich wollte gerade sagen, kommt man langsam zurück. Ich habe jetzt erstmal bloß vier Wände drum gezogen. Dass wir hier wenigstens einen kleinen Spot haben, wo halt nicht alles gleich kaputt geschlagen wird. Habe ich noch hier noch Holz für eine Kiste? Nö. Können wir aber von zu Hause holen, damit wir das Schiff in der Kiste verstauen können. Also Holz habe ich noch einstecken. Reicht das noch für eine Kiste? Weißt du, was wir jetzt mal machen, Robin? Damit wir die anderen aus der Community noch mit einbeziehen. Ich wollte dann jetzt gerade die anderen mit dazu holen, ja. Ja, super. Top. Wieder, ich bin in deinem Hirn, Bruder. Gut. Dann geh ich erst das Schiff abbauen. Achso, nee, das Schiff muss ja erst noch leer räumen, wa? Ja. Fuck. Truhen hinstellen, warte. Wer hat die Axt? Warte, hier ist noch genug Holz drin gewesen im Schiff. Möbel. Ich höre übrigens Skelette. Ich höre aber noch Skelette. Was? Skelette? Ja, an unserem Schiff. Oh, die gut, Piste, ich wollte es eh abbauen. Ich wollte es eh abbauen, lass sie doch. Wo ist denn? Nee, hier ist noch irgendwo einer. Ja, hier. Ja. So eine kleine Kuh. Sorry. Was? Und hier hast du auch irgendwie im Sumpf immer dieses Nixengeräusch, ne? Bitte die Tür immer schließen, Kai. Damit die nicht reinlaufen können, falls du das gewesen sein solltest. Ich hab die nicht aufgemacht. Ich war das.
Ja, toll. Ich werde wieder angemault. Jedes Mal das Gleiche. Ja, bei mir traut, bei mir traut er sich das nicht, weißt du? Beutel macht Scheiße und ich werde dafür angemault. Oh. Nein, der hat mich auch schon genug, der hat mich auch schon genug angemault. Glaub mir, Kai. So mitten im Stream so, halt, halt die Fresse, Fenrir! Ich will hier was hören! Ja. Weißt du so? Oder zum Beispiel, sortier dich dein scheiß Müll weg und schmeiß ihn nicht immer auf mein Bett! Genau, solche Sachen.